Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich nochmal begrüßen. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein dürfen im Gottesdienst. Es ist eine Gnade Gottes, dass wir immer wieder uns hier versammeln dürfen und dass er zu uns redet. Es ist nicht selbstverständlich. Wir denken vielleicht, ja, es ist ja schon seit 2000 und mehr Jahren, dass sich Menschen versammeln, mehr als 2000 Jahre, wahrscheinlich schon, dass auch Christen sich versammeln. Aber es ist eine besondere Sache. Wenn Gott zu uns redet, ist es nie eine Selbstverständlichkeit. Und wir dürfen sein Wort auch heute in unserer Zeit auf uns wirken lassen. Wir sind ja durch Gott zu neuen Menschen geschaffen worden. Das heißt, dass wir eine neue Kreatur in Christus sind. Dass aus uns Strömen lebendigen Wassers fließen. Das sind Verheißungen, die Jesus uns gibt in seinem Wort. Aber es ist leider nicht immer so, dass wir in dieser Kraft strotzen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir, ja, ich will es mal so sagen, wo Zweifel aufkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt. Ich weiß nicht, wer von euch noch nie Zweifel gehabt hat dem Glauben, nie Zweifel gehabt hat an Gott. Wenn jemand da ist, der wirklich sagen kann, ich habe noch nie Zweifel gehabt, bitte heb die Hände. Ich möchte mit dir gerne reden. Jens, ich komme zu dir und ich werde mit dir reden. Nach dem Glaubensbeginn. Nachher, nicht vorher. Ja, okay. Wir reden später. Ich möchte von dir lernen. Ich kenne es in meinem Leben, dass immer wieder mal Fragen hochkommen, dass man sich fragt, ja, ist das wirklich alles so, wie es in der Bibel geschrieben steht? Ist wirklich alles so hundertprozentig, dass ich mich darauf verlassen kann? Und gerade wenn ich im Gespräch mit jungen Leuten bin, höre ich immer wieder mal so Fragen aufkommen. Fragen über den Glauben. Fragen, stimmt das, was da in dem Wort Gottes geschrieben ist, das schon so alt ist? Ich meine, die ganz ersten Schriftstücke der Bibel, die sind wahrscheinlich schon sowas wie 3400 oder 3500 Jahre alt. Stimmt das heute immer noch? Ist das wirklich immer noch das, was wir für wahr halten können und für unser Leben auch anwenden können? Es kommen Zweifel ab und zu hoch. Und wir fragen uns und wir suchen nach Antworten. Und das Gute ist, dass wir durchaus Antworten finden. Und dass Menschen sich fragen, das ist nicht neu. Es ist nicht heute, nach was weiß ich, so viel Entwicklung der Wissenschaft und so weiter, dass wir Fragen stellen, dass wir skeptisch geworden sind. Es ist nicht nur heute so. Als ich zum ersten Mal mit diesem Thema mich beschäftigt habe, da las ich gerade Psalm 77 und die Verse 8 und 10. Und hier, das ist Asaf, der hier schreibt, er sagt, wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Das schreibt
eine Person, die Lobpreise geschrieben hat. Er war ein Sänger, ein Lobpreissänger. Und in seinem Lobpreis stellt er diese Fragen. Hat Gott vergessen? Ist er wirklich gütig und gnädig? Hält er wirklich sein Wort? Ist es vielleicht nur damals so gewesen? Und oft, wenn dann die Schreiber im Alten Testament zurückschauen, dann schauen sie zurück auf diesen besonderen Auszug aus Ägypten, da wo Gott sie herausgeführt hat mit starkem Arm. Dann ist die Frage, ja, da hat Gott wunderbar gewirkt. Das war eine Macht gegen so einen Pharao, gegen so eine Weltmacht aufzukommen. Das war schon was. Und Gott hat von der größten Macht sein Volk herausgeführt, hat sie durch das Rote Meer geführt. Sachen, die menschlich vollkommen undenkbar sind. Gott hat das gemacht. Aber damals hat Gott das gemacht. Ist er heute genau noch so vertrauenswürdig? Zweifel sind immer wieder aufgekommen. Wir haben neulich von Bill gehört, wie er dann über Petrus gepredigt hat. Und seine Zweifel, nachdem er schon so einige Schritte auf dem Wasser gegangen ist, auf einmal, ja, wird das Wasser mich weitertragen? Er schaut auf die Wellen, auf den Wind, fängt an zu sinken. Und er muss schreien, Herr, hilf mir, Herr, rette mich. Zweifel. Oder ja, Psalm 73. Wenn wir daran denken, ist es auch wiederum Asaf. Ich weiß nicht, ob Asaf so einen Trend hatte zu zweifeln, keine Ahnung. Aber er sagt im Vers 2, ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten oder gestrauchelt, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und er schreibt das dann noch mit vielen Versen. Ihnen geht es so gut, sie haben alles, sie haben keine Probleme. Es sieht so aus, als ob alles in ihrem Leben gut läuft, obwohl sie gottlos sind, obwohl sie überhaupt nicht nach Gott trachten. Aber ihnen geht es einfach gut. Zweifel. Und Fragen an Gott und Fragen so in sich hinein. Wieso ist das so? Wieso geht es denen, die nicht nach Gott fragen, so gut? Und ich versuche mich nach dem Wort Gottes zu richten. Ich versuche das zu tun, was im Wort Gottes steht. Und mir geht es nicht gut. Ich habe meine Probleme. Ich habe vielleicht Geldsorgen. Ich habe vielleicht so Fragen in meinem Kopf, die mich so bedrücken. Warum ist das so? Eine Person, die ich ein bisschen mehr anschauen möchte, ist Gideon. Das ist in Richter Kapitel 6. Und zunächst einmal die Verse 11 bis 17. Die Situation war die, Gott hat Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausgeführt. Darüber habe ich auch schon jetzt gerade geredet. Er hat ihnen ein Land gegeben, das für sie als kleines Völkchen unmöglich war zu erobern. Er hat ihnen Sieg für Sieg, trotz auch einiger Niederlagen, aber Gott hat ihnen Sieg gegeben über das Stückchen Erde, was Gott schon vor einigen hundert Jahren verheißen hatte an Abraham, dass er sein Volk dahin zurückführen würde. Und nun sind sie dort im Land. Sie haben das Land eingenommen. Wir wissen Josua, die Kämpfe, die er geführt hat. Und in Richter ist es plötzlich so, dass immer wieder das Volk Israel von
anderen Stämmen um sie herum erobert wurden. Und zwar dann, als sie nicht nach Gott gefragt haben, als sie abgewichen sind. Und sie sind immer wieder abgewichen. Und dann kamen sie unter Gefangenschaft, kamen sie unter Bedrängnis. Es ging ihnen sehr schwer. Und das lesen wir gerade auch in Richter 6, dass dort ein Volk über sie herrscht. Ihre Ernte einkassiert sie, sie streuen die Saat aus und die Medianiter, die kommen und nehmen alles ihnen weg. Sie versuchen sich da irgendwie in Höhlen zu verstecken, weil es ihnen einfach schwer ist. Sie dreschen ihr Korn in einer Kälte, was eigentlich nicht der richtige Platz dafür ist. Und dann kommt Gott und wählt einen jungen Mann aus. Und das lesen wir gerade hier. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, der Abesriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Er schlägt der Korn in der Kälte irgendwo und Gott sagt zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ist schon interessant, wie Gott oft so Sachen, und Gott sieht die Sache nicht gerade, wie sie ist, sondern wie sie kommen wird. Er kennt die Zukunft. Er weiß, was kommen würde. Und er weiß auch, wie er diesen Mann, den Gideon, diesen jungen Mann, wie er zu einem tapferen Held werden wird. Und zwar nicht durch seine Kraft. Aber da lesen wir, oder darauf gehen wir später ein. Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns denn das alles, warum hat uns denn das alles getroffen? Du sagst, der Herr ist mit uns, der Herr ist mit Israel. Warum hat das alles in uns getroffen? Warum müssen wir jetzt leiden? Warum müssen wir uns verstecken? Warum können wir nicht einfach ganz normal unserem Tagesablauf nachgehen? Warum hat uns das alles getroffen? Und dann weiter. Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herauskommen lassen, jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Wir sehen, wie das Zweifel ihm nagt, ihn fertig macht. Und dann lesen wir weiter, da wandte sich der Herr ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm: Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm: Wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinem Auge, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Immer noch Fragen, die bei ihm sind. Er ist immer noch nicht ganz zufrieden. Gott ruft ihn. Und er denkt wahrscheinlich: Die Midianiter sind doch viel zu stark. Wie soll ich die schlagen? Wie kann das funktionieren? Wir wissen, dass er später sogar den Herrn um Zeichen bittet. Und Gott ihm auch diese Zeichen erfüllt. Das mit dem Vlies, zweimal. Er hatte immer noch diesen Zweifel in sich selbst. Wird Gott mich wirklich gebrauchen können? Wird er durch mich diesen Sieg erringen können?
Wird er wieder so handeln, wie er früher mal gehandelt hat? Zweifel, die immer wieder hochkommen. Im Neuen Testament, Johannes der Täufer, der sogar vor Jesus in den Dienst getreten ist, der schon vor Jesus Menschen getauft hat, sie gerufen hat, dass sie Buße tun, ihre Sünden bekennen. Und später, und das ist gar nicht so lange später, der Dienst Jesu war ja etwa 3,5 Jahre und er hat Jesus noch getauft. Und irgendwann ist er in Gefangenschaft geführt worden und ist da im Gefängnis und grübelt nach. Und dann sendet er seine Jünger und wir lesen das in Lukas 27. Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, die sind zu Jesus gekommen, weil Johannes sie geschickt hat. Johannes, der Täufer, hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Christus? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes war mit Jesus verwandt. Er hat sicherlich auch schon so vieles von ihm gehört. Aber da kam auf einmal dieser nagende Zweifel. Bist du es, der, auf den ich eigentlich gewartet hatte? Bist du es, ich habe dich getauft, aber bist du es, der Gesalbte ist, der Auserwählte ist? Bist du es? Sollen wir auf einen anderen warten? Und ich denke, die Fragen, die er hier stellt, sind nicht theoretische Fragen. Sind nicht Fragen, weil er sich eine Frage ausdenken wollte, sondern das sind Fragen, die in seiner Seele nackten. Zweifel kann so zerstörerisch sein. Es kann so an uns Menschen nagen. Es kann uns so verunsichern. Und wie gesagt, das sind jetzt hier keine Menschen, die irgendwie so besonders keine Ahnung hatten und deswegen fragen. Das sind Menschen, die Erfahrungen gemacht haben und doch in ihrem Zweifel berührt wurden. Und ja, sie diese Fragen stellen. Die letzte Person, die ich jetzt anführen möchte. Das ist eine Liste, eine kurze Liste, die ich hier bringe. Es sind viel mehr. Ich könnte über Elia sprechen, über Jairus. Es gibt so viele, über die man sprechen könnte in Bezug auf Zweifel. Ich habe hier eine kleine Liste gebracht. Der letzte, den ich erwähnen möchte, ist Thomas. Ich mag Thomas. Ich mag Thomas so sehr. Wenn ich in Indien bin, dann bin ich da, wohin Thomas gegangen ist und wo er als Märtyrer gestorben ist. Und Thomas ist auch uns ein so großes Vorbild. Thomas war jemand, der offen herausgesagt hat, was bei ihm so drin war. Er hat nicht wie die anderen Jünger einfach geschwiegen, um nicht zu bekennen, dass er da irgendwie keine Ahnung hat. Als Jesus sagte, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ihr kennt ja auch den Weg dahin. Und es ist Thomas, wahrscheinlich haben alle gesagt, aber bloß schöne Miene machen, bloß nicht zeigen, dass ich keine Ahnung habe. Thomas ist der mutig genug ist, zu sagen, Herr, wir wissen nicht den Weg. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hätte Thomas nicht gefragt, hätten wir diesen wunderbaren Vers nicht gehabt. Aber Thomas war derjenige, der den Mut hatte, zu fragen. Kurze Zeit noch davor, als Lazarus kurz vor seinem Tod war und die Schwestern
haben zu Jesus jemanden gesandt und haben gesagt, komm hierher, Lazarus liegt im Sterben, komm und heile du ihn, rühre du ihn an. Und Jesus zunächst einmal ein bisschen zurückhaltend war. Und dann sagt Jesus, jetzt gehen wir nach Judäa, wir gehen da zu Lazarus hin. Und was sagt Thomas? Ja, lass uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm zusammen sterben. Aber er sagte es nicht, weil er so ein ungläubiger Mensch war. Er sagte es, weil er wusste, was ihnen dort drohte. Er wusste, was kommen würde. Er war ein Realist. Er wusste, dass die Zeit dort nicht einfach sein würde. Das wusste Thomas. Und er sagt, ja, wenn wir jetzt dahin gehen, okay, ich bin bereit, dahin zu gehen. Aber ich weiß, es wird nicht einfach werden. Das war ja auch der letzte Weg Jesu dann nach Judäa, um dann auch in den Tod zu gehen. Und Thomas sagt, lass uns mit ihm gehen. Er war dann doch entschlossen, okay, wenn es dann sein muss, dass ich sterbe, ich gehe doch mit Jesus mit. Aber jetzt in Johannes 20, das ist ja dann die Stelle, wo Thomas diesen Ruf als Zweifler bekommen hat. Da ist es einfach so, dass er, wir lesen 20, 24 bis 25, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das sind diese Worte, diese starken Worte, die Thomas nach der Auferstehung Jesu sagt. Er war nicht dabei, als Jesus ihnen erschienen ist. Warum war er nicht dabei? Wir wissen es natürlich nicht, wir haben nicht seinen Tagesplan gesehen. Wir haben keine Aufzeichnung dafür. Er war aber aus irgendeinem Grund nicht dabei. Vielleicht, weil er es zu traurig gefunden hat, dass Jesus sterben musste. Ich weiß es nicht, was der Grund war, warum er nicht dabei war. Er war aber nicht dabei. Und die Jünger erzählen es ihm und sagen, ey, wir haben den Herrn gesehen. Glaub uns doch, das sagen alle Jünger, sagen, glaub uns doch, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagt, ich muss das wirklich mit meinen Augen sehen. Ich muss meine Hand in seine Wunden legen können. Wenn ich das nicht kann, glaube ich nicht. Will ich nicht glauben, werde ich nicht glauben, das ist so ein starkes Wort, so werde ich nicht glauben. Thomas war sehr verunsichert und Thomas sagte sich, Auferstehung aus den Toten, kann ich mir nicht vorstellen, konnten die anderen auch nicht, aber sie waren zusammen und Jesus erschien ihnen. Da waren die Emmaus-Jünger, die gingen auch enttäuscht weg, aber sie haben den Herrn getroffen und sind zurückgelaufen und haben es den Jüngern verkündigt und sie sagten ja auch schon, der Herr war auch schon bei uns gewesen. Aber Thomas sagt, egal, wie viele Leute es jetzt hier bekennen und sagen, ich muss wirklich sicher sein. Ich lasse mich nicht darauf ein, einfach so zu glauben, was Leute sagen. Ich zweifle an dieser ganzen Geschichte. Soweit einmal die Geschichte. Später gehen wir weiter. Meine Frage war, was ist denn die Ursache für Zweifel? Warum zweifeln wir? Und da muss man zurückgehen auf 1. Mose Kapitel 3. Das ist da, wo die Schlange sich zu den ersten Menschen, zu Adam und Eva gewandt hat und ihnen sagte, sollte Gott gesagt haben. Die Schlange, Satan, der Teufel, er bringt
diese Zweifel in die ersten Menschen. Er stellt diese Frage, sollte Gott gesagt haben, und versucht dann einfach zu verführen und bringt die Menschen zum Zweifeln über die Güte Gottes, zu zweifeln, dass Gott recht hat, was er gesagt hat. Diese Frucht, die so schön anzusehen ist, die nicht zu essen. Und diese Frucht, die macht weise, so wie das der Satan gesagt hat. Das ist doch eine Sache, die schön wäre. Und sie fangen an zu zweifeln an Gott, an seinem Wort, an dem, was er ihnen gesagt hat, was er ihnen anbefohlen hat. Sie hatten so eine große Auswahl an Früchten. Der Garten, und ich kann mir vorstellen, dass es viel bessere Früchte waren, als die wir heute irgendwo auf dieser Erde ernten können. Die waren sicherlich viel schmackhafter. Die haben ja davon gelebt, von diesen Früchten. Die hatten alle Proteine, alle Vitamine, all das, was sie nötig hatten. Sie mussten damals auch keine Tiere essen. Es war alles da für ihr Leben. Und dann dieser eine Baum und die Frucht dieses einen Baums, ja, sieht doch auch ganz gut aus. Und sie brechen Gottes Gebot. Sie essen die Frucht. Zuerst Eva, dann Adam. Und haben plötzlich diese Erkenntnis, dass sie nackt sind. Plötzlich sehen sie, dass sie, dass bei ihnen etwas geschehen ist. Dass sie etwas erlebt haben. Wir nennen das den geistlichen Tod. Sie haben sich von Gott entfremdet. Und Satan ist heute noch der gleiche, der immer wieder auch sucht, in unserem Leben irgendwie so Zweifel hineinzubringen. Er wird das nicht mehr so tun, dass er als Satan so auftritt. Er macht das oft auch durch andere Menschen. Er macht das ab und zu auch durch die Gedanken, die bei uns entstehen. Sollte wirklich das Wort Gottes wahr sein? Es kann sein, dass wenn du Zweifel erlebst, dass das irgendwie, es ist auf jeden Fall verbunden mit Satan. Vielleicht ist es nicht direkt verbunden, aber sehr oft sind Zweifel dann da, wenn wir so angegriffen werden. Ein anderer Punkt kann auch sein, dass wir irgendwie Sünde in unserem Leben haben und so auch mit Zweifeln dann zu kämpfen haben. Sehr oft ist es dann verbunden, wenn Sünde in unserem Leben herrscht, dass dann auch Zweifel hineinkommen. Ich lese auf Psalm 32, die Verse 1 bis 5, und hier heißt es: Glücklich, wem die Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Und ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist jetzt im Psalm so geschrieben. Sünde kann uns hemmen, kann das ganze Glück, das uns beschert ist von Gott, kann es einfach wegnehmen, kann uns dazu führen, dass wir irgendwie merken, eine Last ist auf mir. Mir geht es nicht gut. Und kann zu Zweifeln führen an der Güte Gottes. Das sollte uns auch immer wieder bewusst sein. Wenn Sünde in unserem Leben ist, kann es uns zu Zweifel bringen. Wenn du keine Zweifel haben willst, bekenne die Sünde. Hier ist das geschrieben. Als ich die Sünde bekannte, ist diese Last weggenommen worden.
ist plötzlich wieder alles klar. Dann sehe ich plötzlich, wie es weitergehen kann. Wenn wir es mit Sünde zu tun haben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass vieles in unserem Leben nicht wirklich so läuft, wie wir es uns vorstellen und dass unser Glaube ins Wanken kommt. Deswegen lasst uns ablegen die Sünde. Dann werden wir wieder mehr sehen. In unserer Zeit wird an allem so Skepsis ausgeübt. Und besonders am Glauben. Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch gelehrt worden ist, alles so hinterfragen, nichts einfach so anzunehmen, stehen zu lassen, alles zu hinterfragen. Bloß die Evolutionstheorie möglichst nicht und so einige Sachen, die man dann als Fundament braucht, um überhaupt einen anderen Weg zu sehen. Aber alles andere und besonders der Glaube muss hinterfragt werden. Und das ist ein Problem für uns. Wir fangen auch als Christen an, skeptisch zu werden, zu hinterfragen, zu denken, ja, ist es wirklich so? Kann es wirklich sein, dass dieses Buch, das schon so alt ist, immer noch für heute Gültigkeit hat? Die Schreiber damals hatten doch überhaupt kein Bewusstsein für das, was in unserer Zeit geschieht. Die hatten keine iPads oder, ja, selbst die Schreiber des Neuen Testaments hatten noch nicht mal die Schriften, die wir zusammengefügt im Alten und Neuen Testament haben. Das hatten sie zum Teil auch noch gar nicht so. Kann das sein, dass dieses Buch wirklich die Wahrheit ist? Skeptische Fragen werden immer wieder gestellt. Oder wir schauen auf Umstände und die machen es uns schwer zu glauben, dass wirklich Gott, die Bibel, dass das alles wahr ist. Die anderen Leute, unsere Freunde vielleicht, die lachen über uns und bringen Argumente vor. Der Einfluss der Welt macht es uns schwer zu glauben. Und es gibt so viele Ursachen für unseren Zweifel. Ich habe sicherlich nicht alle genannt. Aber einen Grund möchte ich noch nennen, und zwar jetzt verbunden mit Thomas. Thomas war nicht in der Gemeinde. Oft ist es dann, wenn wir fernbleiben von der Gemeinschaft der Christen, dass Zweifel viel schneller auftreten können. Das ist vielleicht so ein Wort für die, die denken, ja, ich kann ja auch zu Hause die Gottesdienste einfach mal später nachverfolgen. Ich kann ja auch zu Hause als Christ leben. Natürlich kannst du das. Aber wenn du länger nicht in der Gemeinde bist, länger nicht mit deinen Geschwistern gesprochen hast, länger nicht Interesse hast, mit anderen Christen Kontakt zu haben, kann es sein, dass Zweifel viel schneller aufkommen. Deswegen in der Gemeinde zu sein, ist es gut. Ist es gut, dass ihr hier seid. Ist es gut, dass ihr unter dem Wort Gottes seid. Ist es gut, dass wir einander da auch ermutigen können, an dem Herrn dran zu bleiben. Das waren so einige Gründe über Ursachen der Zweifel. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, Wege aus dem Zweifel. Ich hatte zu Anfang erwähnt, dem Psalm 73. Und jetzt möchte ich Vers 17 von diesem Psalm lesen. Und da heißt es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Asaf sagt plötzlich, ich habe diese ganzen Zweifel, diese ganzen Fragen, warum geht es den anderen so gut, die nicht nach Gott fragen. Aber dann bin ich in das Heiligtum Gottes hineingegangen.
dann habe ich über ihr Ende nachgedacht. Und plötzlich war es mir klar, Gott ist da. Er wird es nicht immer so lassen, dass die Gottlosen es so gut haben. Ihr Leben wird zum Ende kommen. Und was geschieht dann? Was wird ihr Ende sein? Gut, ich habe es jetzt im Augenblick nicht ganz so leicht. Aber der Herr ist mit mir. Der Herr wird mich durchführen. Aber die haben es jetzt vielleicht so leicht. Aber werden sie auch dann in ihrem Ende es leicht haben? Wenn sie gottlos gelebt haben? Die Bibel macht uns sehr deutlich und klar, dass das Ende derer, die nicht auf Gott trauen, die nicht mit ihm leben, ein schreckliches sein wird. Ein Ende, was man keinem wünschen mag. Und deswegen verkündigen wir auch das Evangelium, damit Menschen Rettung finden und nicht in ihrem Ende plötzlich da landen, wo sie es sich nie vorgestellt haben. Wenn plötzlich die Hölle Realität ist, an die sie die ganze Zeit nicht glauben wollten, die sie immer angezweifelt haben. Auf das Ende sollen wir schauen. Und unser Ende, das verheißt das Wort Gottes, wird ein herrliches sein. Ein Ende, wo wir mit Jesus, mit Gott, in aller Ewigkeit zusammen sein werden. Schau auf das Ende. Das wird dir helfen, von den Zweifeln wegzukommen. Schau auf das Ende von denen, die nicht an Gott glauben. Und schau auf das Ende, auf die Verheißung für die, die an Gott glauben. Bei Gideon, über den haben wir auch gesprochen, Richter 6, 16. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein. Er hatte Zweifel gehabt, wie soll er das Volk Israel erretten? Es ist ganz einfach. Der Herr sagt, ich werde mit dir sein. Und später ist es so, dass sie mit einer Armee von 32.000 Leuten losgehen, um Midian zu bekämpfen. Und Gott sagt, das sind viel zu viele Leute. Die brauchst du nicht, Gideon. Also alle, denen sie Zweifel haben, die sollen nach Hause gehen. Da sind viele nach Hause abgedackelt. Da waren immer noch ein paar tausend Leute geblieben. Da sagt Gott, das sind immer noch viel zu viele Leute. Zum Schluss waren es 300, die Gott für sich übrig gelassen hat. Diese 300 Leute haben ein Riesenheer bekämpft. Die haben einen Sieg errungen. Ich werde mit dir sein. Das sagte Gott auch zu Mose. Und Mose wollte auch das nicht glauben. Aber das ist die Antwort. Das sind die Wege aus dem Zweifel. Geh mit dem Herrn. Er wird mit dir sein. Er hat uns verheißen, bei uns zu sein, alle Tage bis an der Weltende. Er wird dich nie verlassen. Er sagt, dass keiner uns aus seiner Hand rauben kann. Er hält uns fest. Wenn du Zweifel hast, schaue auf den Herrn und die Worte, die er dir verheißen hat. Bei Johannes dem Täufer, was war da die Antwort? Lukas 7, 22 und 23. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird gute Botschaft verkündigt. Sagt das Johannes, was ihr gesehen habt. Ihr seid mit Johannes Frage zu mir gekommen. Ihr wart jetzt mit mir eine kurze Zeit gewesen. Sagt doch Johannes das, was ihr gesehen habt. Und natürlich sagt dann Jesus auch noch einen weiteren Vers, ein weiteres Wort. Und glücklich ist, wenn er an mir keinen Anstoß nimmt. Johannes
du wusstest es doch eigentlich besser. Du wusstest das doch, dass ich der Auserwählte bin. Und meine Taten, das, was ich tue, das bezeugt das durch und durch. Und deine Jünger, die bezeugen es dir, was sie gesehen haben. Glaube an mir und zweifle nicht. Und vertraue einfach meinem Wort. Wie war es bei Thomas? Jetzt kommen wir zum Thomas. Thomas sagte ja, ich werde nicht glauben. Und dann nach 8 Tagen, das lesen wir jetzt in Johannes 20, 26 bis 29, da heißt es, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Thomas war jetzt da. Er hat zwar gezweifelt, wahrscheinlich hat er immer noch gedacht, ich weiß es nicht. Aber er war bei ihnen jetzt. Er hat vielleicht seinen ganzen Mut zusammengerufen. Vielleicht haben die anderen Jünger gesagt, Thomas, bitte, komm doch noch mal vorbei. Sei doch bei uns. Es geht dir doch nicht viel besser, dadurch, dass du Zweifel hast. Es geht doch den Menschen, die Zweifel haben, nicht viel besser. Zweifel machen es ja nicht, dass wir uns besser fühlen. Die Zweifel, die nagen an einem, wie so ein Krebsgeschwür. Und die haben Thomas gesehen und haben gesagt, ey Thomas, komm doch mal vorbei. Da kommt Jesus, genau als Thomas da ist. Und Jesus kommt auch, weil Thomas da ist. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, das war für Jesus kein Problem, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Das ist der typische Gruß, Shalom. Und als weiteres, und das ist das so Unbegreifliche, dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus kommt hier nur zu Thomas. Eigentlich spricht er hier zu Thomas. Die anderen sind auch dabei. Er grüßt natürlich. Aber er nimmt sich die Zeit für Thomas. Wenn wir Zweifel haben, wenn wir echte Zweifel haben, Jesus wird zu dir kommen. Wenn wir ehrlich sagen, ich möchte das wirklich wissen. Ich möchte das wirklich vor dir prüfen, Herr. Ich möchte wissen, ist das wirklich wahr? Jesus wird sich offenbaren. Er wird uns nicht einfach so in unseren Zweifeln lassen. Natürlich müssen wir bereit sein, auch in seine Gegenwart zu kommen. Müssen wir es erlauben, dass Jesus zu uns sprechen kann. Wenn ich sage, Jesus, aber ich höre nicht mehr auf dich, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann ist es eben so, dass, ja, die Bibel nennt das dann die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn wir sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, wir wollen nicht, dass du zu uns mehr redest und der Herr spricht heute durch seinen Heiligen Geist zu uns. Aber wenn du wirklich Zweifel hast und wirklich die Antwort kennen willst, komm in Gottes Gegenwart. Er wird dich da nicht alleine lassen. Er wird dir genau dort begegnen, wo dein Problem ist. Er wird dir genau das geben, was du brauchst, damit die Zweifel ausgeräumt sind. Er kommt dir speziell zu Thomas und spricht zu ihm und sagt ihm, das haben die, hat keiner Jesus gesagt, was Thomas so da vor sich herum geplappert hat. Jesus wusste es aber. Er hat das gehört. Er wusste, was Thomas im Herzen so als seine Zweifelsgrundlage hatte, was er da trug, was an ihm nagte. Und er sagt, bitte, Thomas, mach das. Leg deine Hand in meine Wunden und sei nicht ungläubig. Glaube, glaube doch. Ich möchte, dass du glaubst. Und dann lesen wir weiter von Thomas. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott.
Thomas sagt plötzlich zu Jesus, du bist mein Herr. Das heißt, du kannst über mich jetzt gebieten. Ich bin bereit zu tun, was du für mich vorhast. Ich bin jetzt unter deiner Herrschaft. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Du hast die Oberhand über mir. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Und das ist das, was mich so sehr bewegt. Thomas ist bis nach Indien gegangen. Wisst ihr, wie weit das von dem Land Israel ist? Bis nach Indien? Nicht mit Flugzeugen, wie wir es heute machen. Wir machen die 8-9 Stunden Flug immer Sorge. Und ich denke, oh, dieser lange Flug und dieses Sitzen da im Flugzeug. Thomas hat wahrscheinlich bestenfalls auf einem Esel gesessen. Und das über Monate, Jahre. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis Thomas dahin gekommen ist. Er ist bis nach Indien gekommen, um dort das Evangelium zu verkündigen und um dort für Jesus zu sterben. Mein Herr und mein Gott, wenn ich da auf dem Hügel stehe, wo er angeblich getötet werden soll, da ist dann auf dem Boden so dieser Spruch gerade abgebildet. Mein Herr und mein Gott. Er ist gegangen, weil er Jesus erlebt hat. Natürlich sagt Jesus hier auch noch weiter, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glücklich sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist das, was Jesus uns natürlich sagt. Wir sollen glauben. Aber es ist in unserem Leben nicht immer so, dass wir diesen Mut oder auch irgendwie, dass wir wirklich glauben. Und wir müssen damit rechnen, dass wir angefochten werden. Wir müssen damit rechnen, dass der Unglaube an uns herankommt und an uns nagt. Aber wir dürfen zu Jesus kommen. Und die Begegnung mit Jesus ist die Lösung für Thomas, ist die Lösung für uns. Zu hören, was Jesus uns sagt. Ich bin mit dir, ich werde mit dir sein. Dann können wir mit ihm gehen. Natürlich denken wir, ja, das kann man so einfach sagen. Aber es haben so viele genauso erfahren. Es sind 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns, wo immer wieder Leute sicherlich auch Zweifel hatten, aber dann auch erfahren haben, dass Gott treu ist, dass er zu seinem Wort steht und dass er uns hilft. Was auch wichtig ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir auch die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen, dass wir hören, was er uns sagt und wie er uns führen will. Und auch heute spricht Jesus durch sein Wort. Er ist auch heute in unserer Mitte. Er tritt zu uns heran durch das Lesen in seinem Wort, durch die Predigt, vielleicht auch durch einen Traum. Aber er spricht zu uns auch heute. Er lässt uns nicht alleine. Er sagt zu uns immer wieder, Friede mit dir. Habe den Frieden. Sei nicht unruhig. Habe den Frieden. Und auch ganz besonders dann, wenn wir an Jesus denken, ganz besonders, wenn wir das Abendmahl feiern, ganz besonders dann kannst du erleben, wie Jesus zu dir redet, wie er sagt, ich bin dein Teil, ich bin für dich gestorben. Ich habe dich so lieb. Ich habe alles für dich gegeben. Denke einfach daran. Du bist mein Kind. Denke daran. Ich weiß nicht, wie das jetzt heute hier so ist. Wer Zweifel hat, wer gekommen ist, nur weil er vielleicht kommen musste. Oder wer gekommen ist und denkt, naja, ich gehe einfach mal dahin. Ich hoffe, dass Gott zu dir heute redet. Wenn Zweifel wirklich da sind, schaue auf das, was Jesus zu Thomas sagt. Schaue darauf, dass wir wirklich kommen können und er uns da nicht alleine lässt. Schaue auf die Verheißungen Gottes. Schaue auf sein Wort. Und auch wenn 1000 Leute sagen, ja, das ist doch schon so alt, wie kannst du das beweisen?
Der Beweis ist ganz einfach. Gott steht zu seinem Wort und er tut es auch heute. Er wirkt heute durch sein Wort. Viele Menschen haben es erfahren. Wir haben das erfahren. Und wir sehen, dass das, was das Wort Gottes auch für die Zukunft sagt, sich mehr und mehr in Erfüllung zu gehen scheint. Und das wird sich erfüllen. Wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen, wir dürfen Gott vertrauen, weil die Person, die dahinter steht, ist der Allmächtige, ist der Schöpfer, ist derjenige, der für uns sein Leben gegeben hat. Wir dürfen Gott vertrauen. Das ist das, was der Herr zu mir gesagt hat vor einer längeren Zeit. Und das möchte ich einfach euch so weitergegeben haben. Lasst uns auf Jesus schauen. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke dafür, dass du der Herr bist. Danke, dass du derjenige bist, der uns kennt, der unser Herz kennt, vielleicht auch unsere Zweifel kennt, aber der auch möchte, dass wir nicht in diesen Zweifeln verharren, der auch möchte, dass wir einfach im Glauben auf dich blicken. Und danke, dass du für uns so viel getan hast, damit wir Leben haben in dir, damit wir nicht in Zweifeln sein müssen. Und danke, dass du dich immer wieder so wunderbar bewiesen hast. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, Jesus, schenke doch, dass wir mehr und mehr lernen, mit dir zu leben, mehr und mehr in deiner Gegenwart sind, dass wir dich suchen und nicht fern bleiben von den Plätzen, wo du dich offenbarst, wo du redest. Wir bitten dich, hilf du uns, dass wir so leben, dass wir mutig Schritte vorantun können und dass wir es erleben, dass wir mit dir Sieg haben, so wie Gideon es erlebt hat. Danke, dass wir so das alles hier hinlegen dürfen und geh du uns auch in dieser Woche voran. Amen.